kriegt. Und es ist kein Kompliment, wenn ich das so sage. Aber ich sage, das könnte... Wackelig konstruierte Zuber, waghalsige Zuberpiloten und ein niedriger Wasserstand der Schiltach sorgten bei der Bachnerfahrt in Schramberg dafür, dass in diesem Jahr viele Teilnehmer batschnass ins Ziel kamen. Doch dieses Mal tat es nicht ganz so weh, im eiskalten Wasser zu landen. Denn wenigstens waren die Außentemperaturen bei strahlendem Sonnenschein für Fasnitzverhältnisse mild. Also Tanja, du sollst schaffen, nicht nach dem Kopf zur Nutzertruppe. Das lockte auch Tausende von Besuchern an den Kirchbach, unter ihnen auch viel politische Prominenz. Insgesamt 40 Teams wagten sich an den Start, mit bunt und lustig gestalteten Zubern, die aktuelle Themen aufgriffen. 50 Shades of Rostgumpen in Anlehnung an den aktuellen Kinofilm zum Beispiel. Oder das Thema 25 Jahre Simpsons wurden genauso thematisiert wie das Thema Euro. Das ist ein bisschen schwierig, Kuma. Also bei der Farbgebung hätte man noch ein bisschen aufpassen müssen. Hier kommen wir zum Start Nummer 40. Sebastian Himmelsbach von der Matze 9. Oder 30 Jahre Ghostbusters mit den Bachbusters. Der Hennenzuber von Wolfgang Maser und Peter Totzki blieb an einer Brücke hängen. Sie hatten etwas zu hoch gebaut und mussten die Dachkonstruktion abnehmen. Und jetzt Gabi, du! Die Altweibermühle ging freiwillig baden. Andere schafften es auch trockenen Fußes ins Ziel. Back to the Future, 30 Jahre zurück in die Zukunft. Wir begrüßen euch beim Kanal. Ja. Im Sonnenschein, ein herrlicher Gottesdokal. Das ist unglaublich. Hier noch hier, das sind wir uns. Zurecht. Die Stimmung bei der inzwischen 79. Ausgabe der Bachnerfahrt jedenfalls war wieder super. Und die Kreativität der Zuberbastler kaum zu übertreffen. Jetzt wird die